Herzlich willkommen am Dreisat-Stand auf der Leipziger Buchmesse. Begrüßen Sie bitte mit mir Nora Bosson. Frau Bosson, für Ihr Buch Rotlicht haben Sie ein Jahr lang in der Welt der käuflichen Lust recherchiert. Sie waren in Table-Dance-Bars, in Laufhäusern, in Swingerclubs. Warum? Was war der Anlass, das gerade jetzt zu tun? Naja, gerade jetzt. Für mich war das Wort Rotlicht schon immer etwas, was Schillerndes hatte. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern das habe ich in dem Jahr, aber auch davor immer wieder erlebt, dass sobald man dieses Wort nur fallen lässt, alle sofort drauf anspringen. Alle haben irgendwelche Vorstellungen, Fantasien, die sie damit verknüpfen. Aber ganz viele haben keine konkrete Vorstellung, wie es da wirklich aussieht. Sieht es so aus wie bei Billy Wilders Irma LaDuce oder wie bei Pretty Woman oder doch ganz anders? Und es ist nach wie vor ein Bereich, der als Kunden eigentlich nur den Mann kennt, mit wenigen Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind eher diejenigen, die die Regel bestätigen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so und was passiert, wenn ich dorthin gehe und zwar nicht erkennbar als Journalistin und auch nicht als Frau, die sich dort anbietet, sondern eben als diejenige, die plötzlich die Rollen vertauscht und die als Kundin dorthin geht. Und was ist passiert, als Sie da ankamen? Es ist zum einen passiert, dass ich oft, obwohl ich mich als Kundin ausgegeben habe, nicht als Kundin erkannt wurde. Also ich war in einem Wohnungsbordell mit einem Freund und es war sofort, wurde ich als diejenige verschubladet, die ihrem Freund zum Gefallen dorthin geht. Der Mann blieb der Kunde, obwohl ich bezahlt habe, obwohl ich die Getränke geordert habe. Und diese Vorstellung, dass eine Frau da tatsächlich als Kundin auftreten kann, scheint so abwegig zu sein, dass selbst wenn sie de facto vor einem steht, nicht als solche akzeptiert wird. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich auch Dinge aus der Routine gebracht. Ich glaube, dass mein eigener Blick schien mir fast schamloser zu sein als der Blick meiner Begleiter, weil er eben nicht so abgeschmettert wird wie der männliche Blick, der immer schon bekannt ist, der übergangen wird, der wie an so einer Schutzfolie abprallt. Und drittens war es einfach eine plötzliche Solidarität mit den Frauen, die natürlich auch was Übergriffiges hat. Ich habe nicht das Recht, mich sozusagen in diese Frauen hineinzusetzen, aber gleichzeitig tue ich es natürlich doch wahrscheinlich mehr als ein Mann, der dorthin geht. Ganz einfach, weil ich zumindest das Geschlecht mit diesen Frauen teile. Nichtsdestotrotz, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind häufig mit Männern dorthin gegangen. Warum? Zum einen, weil ich sonst an manche Orte gar nicht gekommen wäre. Wie gesagt, ich wollte dorthin gehen, mich nicht als Journalistin und Autorin ausgeben, sondern ich wollte inkognito dort sein, soweit das ging, einfach um diese Orte jenseits einer fernsehtauglichen Inszenierung zu sehen, weil wir kennen das aus Fernsehbildern. Ich habe das auch jetzt noch mehrmals gemacht, wenn ich mit Fernsehteams an diese Orte gegangen bin. Uns wird da ein komplett anderes Programm vorgefahren. Wir bekommen eine Frau, die dort arbeitet, die uns erzählt, das ist alles wunderbar, ist toll, wunderbare Verdienstmöglichkeiten. Man möchte sofort selbst dort anfangen. Das ist natürlich ein ganz anderes Bild als das, was tatsächlich dort abläuft. Das heißt, zum einen war es einfach die Tarnung. Als Frau wäre ich aufgefallen, wäre ich viel mehr aufgefallen, wäre ich abgewiesen worden auch an manchen Orten. Zum anderen war es Schutz. Also es gab Orte, an die ich zwar allein reingekommen wäre, aber nicht mehr raus. Und drittens hat mich einfach diese zweite Perspektive interessiert. Ich wollte wissen, ist mein Blick eigentlich ein dezidiert weiblicher oder ist es einfach ein Blick, der distanziert ist, der die Dinge, die dort zu sehen sind, reflektiert, vielleicht auch Abscheu oder Erstaunen verspürt? Oder hat es doch etwas damit zu tun, dass ich eine Frau bin? Und da brauche ich natürlich den männlichen Blick als Ergänzung, um vergleichen zu können. Sie sagten es schon, es ist ja auch eine Art Grenzüberschreitung, zum einen für Sie als Frau in eine Region vorzutreten, die eigentlich den Männern überlassen sind, ist und zum anderen auch eine persönliche Grenzüberschreitung vielleicht. Wie haben Sie das ganz persönlich erfahren, diese Frauen in welchen Positionen auch immer dort vorzufinden? Ja, also meistens ja in einer Position. Und das natürlich Ernüchternde und Traurige ist, dass diese völlige
Gesichtslosigkeit. Also sie werden sehr oft natürlich logischerweise auf den Körper reduziert. Aber das ist so überbetont, dass ich eigentlich das Gesicht gar nicht mehr wahrgenommen habe. Und mit dem Gesicht meine ich, ich habe eigentlich auch die Person nicht erkannt. Es waren übersexualisierte, überzeichnete Körper, die auch überzeichneten Sex dargestellt haben. Das hat ja nichts mit natürlichem Sex zu tun, was ich etwa auf der Venusmesse gesehen habe oder auch in der Table Dance Bar ist es, sind die Bewegungen natürlich völlig überzeichnet. Und das schien mir eigentlich eine bestimmte Form von Lust und Erotik eher unmöglich zu machen. Also das Geheimnis, das Spiel damit fand dort nicht statt, sondern es war eine so explizite Ausstellung von Nacktheit, dass für mich die tiefen Dimensionen von Sex und Sexualität völlig verloren gingen. Es ist ja auch eine Darstellung, die für Männer gemacht ist im Ersten. Weil warum ist da so wenig Zugang für Frauen? Warum gibt es keine Lustangebote für Frauen? Wie haben Sie das erfahren? Es gibt ja ein paar, es gibt nur sehr viel weniger. Zum einen, weil Frauen nach wie vor ökonomisch das schwächere Geschlecht ist, sind. Das ist halt nach wie vor noch so. Für den Markt daher weniger interessant. Zum anderen ist es für den Mann tradiert, dorthin zu gehen. Das heißt, selbst wenn man es moralisch ablehnt, hat man dennoch das Gefühl, es sei etwas Selbstverständliches, dass Männer sich Sex, und mit Sex meine ich eben auch einen fremden Körper zur Bedürfnisbefriedigung, kaufen können. Das heißt, selbst wenn man das moralisch verurteilt, offensichtlich legitim. Und diese Form der Legitimation bei einer Sache, die, je genauer ich sie mir angeguckt habe, aus meiner Sicht einfach nicht legitim sein kann, führt dazu, dass man dieses Irritationsmoment nicht mehr hat. Dieses kurze Infragestellen, ob es eigentlich okay ist, dass ich mir einen anderen Menschen miete, damit ich meine eigenen Gelüste an dieser Person auslebe. Indem es wird immer wieder auf Freiwilligkeit gepocht, aber es gibt da in diesem Bereich sehr wenig Freiwilligkeit. Es gibt ökonomische Zwänge, es gibt natürlich auch den Bereich der Zwangsprostitution. Und da es für Frauen nicht so tradiert ist, werden sie sich die Frage viel schneller stellen. Und sie werden, glaube ich, sehr viel schneller zu dem Punkt kommen, dass sie auf diese Art und Weise eigentlich Lust nicht erleben wollen. Und es ist natürlich ein Ausnutzen von Ohnmachtssituationen, von Machtgefällen. Und die Verbindung von Lust und Macht wird, glaube ich, bei beiden Geschlechtern sehr unterschiedlich wahrgenommen. Das heißt, ich habe Männer erlebt und von ihnen gehört, die tatsächlich es noch als Lustgewinn empfinden konnten, dass sie Frauen von 50 Euro auf 40 Euro runterhandeln. Also tatsächlich die Würde noch weiter in den Keller drücken. Ich glaube, dass es eine Verknüpfung ist, die bei Frauen glücklicherweise noch nicht so vorhanden ist. Und es ist eine Verknüpfung, von der ich mir sehr hoffe, dass sie auch bei Männern sich mit der Zeit auflöst und einfach mal gesprengt wird. Es ist zum einen für die Frauen entwürdigend, es ist aber auch für die Männer absolut verknappend in dem, was Sexualität sein kann. Und wenn mir ein Freier schreibt, naja, ich muss da notgedrungen hin zu diesen Prostituierten, weil ich habe keine Freundin und jeder Mensch hat doch Anspruch auf Zärtlichkeit, dann frage ich mich, was bedeutet dieses Wort notgedrungen? Niemand geht notgedrungen dorthin von den Freiern. Zweitens, was ist das auch für eine Vorstellung von Zärtlichkeit? Wenn die einzige Antwort auf die Frage, wie ich Zärtlichkeit bekommen kann, darin besteht, dass ich eine andere Person penetriere. Also das ist ja auch eine sehr verknappte Vorstellung davon. Und ich glaube, damit wird den Frauen natürlich nicht gerecht, damit werden die Männer den Frauen nicht gerecht, aber die Männer werden sich selbst nicht gerecht. Sie haben es gerade schon erwähnt, warum dieses Rotlicht immer noch so gut funktioniert, ist auch, weil es bei uns gesellschaftlich akzeptiert ist, tradiert ist, obwohl wir die Missstände kennen. Sie erwähnten es, Armuts- und Zwangsprostitution, Menschenhandel, Gewalt, die ausgeübt wird gegen Frauen. In dem Buch beschreiben Sie auch ganz gut, wie sich im Verlauf der Reportage Ihre Haltung selbst verschoben hat, von einer eher liberalen Einstellung zu einer Hinterfragung, was wir als Gesellschaft für eine Verantwortung auch haben, für das, was dort passiert. Könnten Sie das? Ja. Also ich würde ja sagen, dass meine Haltung am Ende auch liberal ist, nur Liberalität muss man ja so verstehen, dass liberale Positionen immer davor warnen, dass es die Ausnutzung von Machtungleichgewichten vorgenommen wird. Dass es ein Machtmonopol von irgendeiner Seite gibt. Und die wirkliche liberale Grundvorstellung ist, dass die Freiheit dort endet,
wo die Freiheit eines anderen beschädigt wird. Und ich habe einfach sehr viele Orte gesehen, wo genau das stattfand, dass nämlich diese Grenzen der anderen Persönlichkeit nicht gewahrt werden. Und genau in dem Moment kann ich das nicht mehr akzeptieren oder tolerieren. Ich bin reingegangen mit einer sehr unvoreingenommenen Sicht. Ich hätte mir auch gewünscht, rauszugehen und zu sehen, das ist super, die Frauen haben dort wie verrückt Spaß, die Männer haben auch Spaß, allen geht's gut. Wenn ich das gesehen hätte, dann hätte ich das auch aufgeschrieben. Nur leider habe ich das eher nicht gesehen. Und selbst in vielleicht in der allerletzten Recherche, im allerletzten Ausflug, wo ich bei einem, sagen wir mal, noch einigermaßen netten bordellähnlichen Ort war, selbst da würde ich sagen, dass die Frauen, die dort gearbeitet haben, es doch mit einer anderen Ablehnungshaltung gemacht haben, als die Männer, die dort hingingen und auch als das, was die Männer sich zugestanden haben, wie es den Frauen geht. Die sich natürlich gerne vorstellen, dass die Frauen wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß beim Sex haben, aber wenn sie dorthin kommen, dann ist es aber wirklich toll. Dann hat auch diese Frau wieder Spaß. Und da verschließt man natürlich die Augen vor etwas, was man nicht sehen will. Und auch um das eigene Ego zu schützen, um die eigene Lust möglich zu machen, wird dieses Ausblenden vorgenommen. Weil ansonsten müsste man sich eingestehen, dass diese Frau eigentlich überhaupt keine Lust hat, Intimität oder überhaupt nur Nähe mit jemandem, mit einem selbst zu teilen. Und in dem Moment würde Lust absolut unmöglich werden, wahrscheinlich. Also eine Illusion von Lust, die da aufgebaut wird. Die Illusion von Lust, der absolute Selbstbetrug. Und wie gesagt, dass man den anderen nicht oder die andere nicht mehr sieht, dass man wirklich nur die Körper wahrnimmt. Und das war an diesem Ort besonders bezeichnend, weil ich dort ganz klar nicht als zu haben anwesend war. Ich stand in der Küche an einem dieser vielen Nudelsalatbuffets, die es in diesem Sexmilieu ungefähr genauso oft gibt wie Strapsen. Und es war klar, mit mir konnte man reden, aber ich würde jetzt nicht in den Nebenraum gehen, um mich dort auszuziehen. Ich war auch die Einzige, die nicht in einem Handtuch dort stand, sondern ich war angezogen. Und die anderen Frauen standen zur Verfügung. Und die Art und Weise, wie mit und über die anderen Frauen gesprochen wurde, und es waren, muss ich sagen, nette Männer, mit denen ich dort gesprochen habe. Es waren gebildete Männer, es waren Männer, mit denen ich mich irgendwie über Politik unterhalten habe, sehr aufgeklärt, sehr reflektiert. Aber doch, die Art und Weise, wie sie über die Frauen geredet haben, mit denen sie gerade die extremste Form von Intimität geteilt haben und wie sie mit mir geredet haben, das hat sich eklatant unterschieden. Und bei mir haben sie das Gesicht gesehen, bei den Frauen haben sie nur den Körper gesehen. Um kurz reinzuhören, was sie zu den Teilen erlebt haben und wie sie es dann in dieses Buch gebannt haben, würde ich Sie kurz bitten, eine Stelle vorzulesen. Ja. Das ist eine Passage aus dem Sexkino. Vielleicht sind es die kahlen Wände und das kalte Licht in diesem Keller, die den Menschen hier jegliche Einzigartigkeit nehmen und sie allesamt zu Personifikationen des bundesdeutschen Durchschnitts machen. Als wäre das hier ein Ort für jedermann. Dabei kommt er mir eher wie ein Unort für niemanden vor. Denn wer geht heute schon in ein derart überaltertes, räudiges Kontaktkino, wenn er doch bei Bedarf im Internet mit ein, zwei Klicks jede Form von Pornografie und sexuellem Kontakt finden kann? Ich versuche, die schemenhaften Männer einzuordnen, die entweder in den Sesseln vor den Fernsehern vor sich hindämmern oder wie verlorene Trabanten durch die sich krümmenden Gänge zu kreisen scheinen, offenbar darauf hoffend, dass irgendwann irgendetwas jenseits der Bildschirme passiert. Auf denen wird überall geleckt und gestoßen, doch beachtet niemand die Bilder, sie laufen jenseits von allem ab, wie Kaufhausmusik. Die Männer in diesen Gängen lassen sich nicht durch Milieu, Schicht und Status bestimmen, denke ich. Vermutlich eint sie nicht das, was Menschen nach außen tragen, sondern nur das, was sie alle gemeinsam verbergen. Ihre Intimität, ihr Hunger nach etwas, das ihnen im sonstigen Leben als Lust verschlossen bleibt oder ihnen doch angeboten wird, aber nicht genügt. Nur der Eintrittspreis für diese Unterwelt, 12 Euro, lässt ahnen, dass Lehrer, Professoren und Ärzte bessere Etablissements finden können und all jene, die irgendwo noch eine Begleitung aufzutreiben vermögen, wohl eher einen Swingerclub aufsuchen. Es sind also nicht unbedingt die verdrängten Lüste, die hier vor schmierigen Fernsehbildschirmen und auf klebrigen Sesseln ausgelebt werden,
sondern die Lüste jener, die wenig anderes zur Auswahl haben. Oder doch nicht? Gier und Gelüste, Fetische und Faszinationen werden schließlich nicht allein in ihrer Premium-Version fantasiert, zumindest nicht von jedem. Das Anrüchige und Dreckige, das Billige und Würdelose spielt mit anderen Reizen. Dämmerlicht und Anonymität führen hinab in Zonen, die anders kaum zu erreichen sind. Wem das Halbseidene mehr Aufregung verspricht als ein sauberer Wellness-Koitus, dem dürfte egal sein, ob ihm auch anderes möglich ist. Hier, in diesem Kino auf der Reeperbahn, liegt die Sexualität auf einem schmutzigen Seziertisch. Dankeschön. Wie schwierig war es, das, was man dort sieht, gerade als Frau, auch wieder auszublenden im Privaten? In diesem Jahr, in dem ich dort immer wieder war, sehr schwierig. Also das beschreibe ich auch, dass tatsächlich für mich auch die Menschen um mich fast gesichtslos wurden. So wie Nummern, wie in so einer Nummernshow, die an mir vorbeizogen. Ich nicht mehr die Geschichte greifen konnte. Und für mich war tatsächlich das Schreiben relevant, dass ich sozusagen überhaupt für mich begreifen konnte, was ich da gesehen habe, es irgendwie einordnen konnte und meine eigene Sprache dafür gefunden habe. Und das andere war tatsächlich Literatur zu lesen, die auch sich damit beschäftigt, ob das jetzt Foucault ist oder Susan Sontag oder Anais Nin, die pornografische Texte geschrieben hat und über diese Zeit auch sagt, es war schrecklich. Ich habe den Auftraggeber gehasst, weil er mir meine eigene Intimität kaputt gemacht hat. Weil das, was sie als Intimität und als aufregende Sexualität erlebt, eben Erotik ist und nicht dieses direkte Pornografische. Und also in dem Jahr war es immer wieder ein Ringen damit, auch immer wieder der Versuch, die eigenen Grenzen zurückzuerobern. Und es brauchte dann aber ein bisschen Zeit, damit das wirklich glückte. Gibt es den Plan, das Erlebte vielleicht auch noch in Form eines Romans zu verarbeiten? Im Moment nicht. Ich glaube, ich möchte auch mal wieder über schönere Formen des Sex schreiben. Vielleicht geht es dann eher in die Richtung. Rotlicht, also kein Roman, bis dahin Reportage, lesenswert. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, gerne. Laura Bosson.